FC Nöttingen. Es hatte etwas von einem Sechser im Lotto. Gestern Abend live im Ersten. Die Bayern sind noch drin. Oh. Gegen Bayern München. Die Vereinsmitglieder des FC Nöttingen konnten es nicht fassen. Die Mannschaft aus der 5. Liga spielt gegen den Rekordmeister. Der Vereinschef Dirk Steidl am Tag danach. Er steht im Rampenlicht wie ein Fußballstar. Glückwünsche und Interviews am laufenden Band. Begonnen hat es unmittelbar nach der Auslösung, als ich mein Handy angeschaut habe und es unzählige Messages kamen. Facebook, WhatsApp, SMS, alles hat nur noch dick, 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 dick gemacht. Die Nacht war kurz. Das Topspiel verspricht nicht nur volle Kassen, sondern auch einen Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. Da kommt Pep Guardiola, es kommt Arjen Robben, es kommen vielleicht Uli Hoeneß, das sind Institutionen, das sind Typen, das sind Menschen, die sind weltweit im Fußball aktiv. Ne? Das ist unvorstellbar. Nöttingen ist ein Dorf mit 2.500 Einwohnern, näher an Karlsruhe als an Stuttgart. Und heute ist das Traumlos des FC das große Thema. Das ist natürlich der absolute Hammer. Nicht? Wir haben ja durchgedreht heute Nacht, wo wir das erlebt haben, live am Fernsehen. Erst habe ich gedacht, ja, hoffentlich gibt es jetzt nicht gerade Sandhausen oder so irgendwas. Gell? Aber dass es natürlich dann Bayern München war, das war absolute Spitze. Ich habe jetzt heute Morgen noch keine Zeitung gelesen. Wenn das dann auch noch siehst in der Zeitung, dann wird es einem vielleicht einmal bewusst. Aber im Moment kann ich es noch nicht registrieren. Das ist der Wahnsinn. Weil für den großen Bayern-Auftritt das vereinseigene Stadion viel zu klein ist, wird das Spiel wohl im Wildparkstadion in Karlsruhe stattfinden. In einem Punkt ist der Vereinschef äußerst realistisch. Den sportlichen Gedanke tragen wir in uns. Gell? Natürlich versuchen wir alles, aber ich denke mal, dass wir wirklich chancenlos sind. Wann genau das Spiel steigt, ist noch nicht klar. Auf jeden Fall zwischen dem 7. und 10. August.